Hallo zusammen. Wir machen heute einen kleinen Ausflug nach Indien, und zwar um die ursprüngliche Lehre des Buddhismus kennenzulernen. Der Buddhismus hat zwar die chinesische Geistesgeschichte massiv geprägt, und umgekehrt hat auch China den Buddhismus ganz massiv geprägt. China hat oft eigenes Gedankengut aus daoistischen und aus konfuzianischen Quellen in den Buddhismus einfließen lassen. China hat indische Schulen des Buddhismus verändert und adaptiert und China hat auch ganz eigene Strömungen und Schulen des Buddhismus begründet. Viele buddhistische Strömungen, die ganz Ostasien später geprägt haben, sind in China entstanden und viele buddhistische Texte, die ursprünglich in Indien entstanden sind, sind uns heute nur noch in chinesischen Übersetzungen erhalten. Aber der Buddhismus stammt nicht aus China, sondern er stammt aus Indien, ist in China immer ein ausländischer Import gewesen. Wenn man den Buddhismus verstehen will, wenn man den chinesischen Buddhismus verstehen will, dann kommt man nicht umhin, wenigstens die Grundlagen des indischen Buddhismus kennenzulernen. Und das ist es, was wir hier heute vorhaben. Deswegen heute eine kleine Einführung in die Philosophie des Buddha. Das, was Sie jetzt hier von mir bekommen, das ist die Kurzfassung. Das sind die absoluten Basics in kürzester Kompression zusammengefasst. Wenn Sie mehr Interesse an der Philosophie des Buddha haben, es gibt eine ganze Reihe von Videos von mir zur Einführung in die buddhistische Philosophie. Den Link finden Sie hier. Also wenn Sie das Ganze ein bisschen vertiefen möchten, klicken Sie sich mal da durch diese Playlist durch. Also, wer ist der Buddha? Bitte beachten Sie, korrekterweise heißt es im Deutschen nicht einfach Buddha, sondern der Buddha. Buddha ist ein Titel und kein Name, bedeutet eigentlich der Erwachte, ist also nicht der Eigenname einer Person. Und entsprechend heißt es, der Buddha sagte, genau wie es heißt, die Bundeskanzlerin sagte und nicht Bundeskanzlerin sagte. Also, wer ist der Buddha? Nun, der Buddha wurde laut Überlieferung unter dem Namen Gautama geboren, und zwar im Jahre 560 vor Christus in Lumbini. Das ist eine kleine Stadt in Nordostindien am Fuße des Himalaya. Heutzutage liegt das gerade so auf nepalesischem Gebiet. Die moderne Forschung datiert allerdings die Lebenszeit des Buddha um einiges nach hinten, nämlich auf das Jahr ungefähr 450 bis 370 wird seine Lebenszeit geschätzt. Der Buddha, damals noch Gautama genannt, stammte aus einer adligen Familie. Sein Vater war der Herrscher über das kleine Reich der Chakyas, in dem er lebte. Gautama wuchs also als Fürstensohn wohlbehütet in einem Palast auf und sollte irgendwann einmal, wie es die Tradition vorsieht, seinem Vater auf den Thron folgen. Er heiratete jung und bekam kurz vor seinem 30. Geburtstag einen kleinen Sohn. Dieses Ereignis stürzte ihn dann wohl in so eine Art Lebenskrise, wie wir das heute nennen würden. Die Tradition berichtet, dass er sich heimlich in 4 nächtlichen Ausfahrten aus seinem Palast herausstahl, um einen Blick auf das Leben jenseits der Palastmauern zu werfen. Und was er in diesen 4 Ausfahrten erlebte, erschütterte ihn zutiefst. Er sah einen alten, einen kranken und einen toten Menschen. Und auf der 4. Ausfahrt dann einen wandernden Asketen. In diesen 4 Ausfahrten erkennt der Buddha die Leidhaftigkeit und Unausweichlichkeit des Leidens. Er erkennt, dass der Ausweg aus dem Leiden in dem Weg der Askese bestehen muss. Er bricht mit seiner Familie fast den radikalen Entschluss, alles hinter sich zu lassen, sein bisheriges Leben aufzugeben und sich ganz der Askese, dem Rückzug aus der Welt zu widmen, um einen Weg zur Befreiung aus dem Leiden zu finden. Er verlässt also seinen Palast und schließt sich einer Gruppe von Wanderasketen an, übt sich viele Jahre lang in meditativen Praktiken, allerdings ohne wirklichen Erfolg. Er kann dem Leiden durch all seine Übungen nicht entkommen. Im Alter von 35 Jahren dann schließlich hat er den Durchbruch. Es gelingt ihm in den berühmten 3 Nachtwachen, also einer Meditation, die sich über 3 Tage und Nächte erstreckt, endgültige Einsicht in die Natur des Daseins zu gewinnen und die Ursache des Leidens zu erkennen. Dies ist der Moment der Erleuchtung. Aus Gautama ist der Buddha geworden. Im Anschluss an diese Erleuchtung hält er seine erste Predigt und beginnt ein Leben als Wanderasket und wandernder Prediger. Er sammelt Schüler und Schülerinnen um sich, er begründet einen Mönchs- und einen Nonnenorden und sammelt auch eine sehr große Anhängerschaft von Laienanhängern. 45 Jahre lang dauert dieses Leben als wandernder Prediger, das ihn durch ein relativ kleines Gebiet im Nordosten Indiens führt, und im Alter von 80 Jahren stirbt er dann. Seine Lehre wird zunächst unter den Schülerinnen und Schülern mündlich weitergegeben,
und nicht schriftlich fixiert. Erst ungefähr ab dem Jahr 100 vor Christus werden die Reden des Buddha aufgeschrieben. Heute noch ist die wichtigste Quelle für uns diese Sammlung der aufgeschriebenen, aus dem Gedächtnis rezitierten Reden des Buddha. Die sind im sogenannten Pali-Kanon gesammelt. Also das ist eine umfangreiche Sammlung von Reden des Buddha, von Mönchsregeln und von philosophischen Kommentaren zur buddhistischen Lehre, die ursprünglich in der Sprache Pali verfasst sind. Pali, das ist ein mit dem Sanskrit verwandter mittelindoarischer Dialekt, der wohl zur Zeit des Buddha Verkehrssprache gewesen ist. Nun, was hat aber der Buddha gelehrt? Die Grundlage der Lehre des Buddha, das sind die sogenannten vier edlen Wahrheiten. Diese vier edlen Wahrheiten sind der Kern des Buddhismus. Im Prinzip ist die ganze Lehre des Buddha in diesen vier edlen Wahrheiten enthalten. Man muss sie nur interpretieren und richtig auslegen. Schauen wir uns mal kurz eine typische Formulierung dieser vier edlen Wahrheiten an. Der Buddha verkündet sie in seiner ersten Predigt und sagt da: Wahrlich, ihr Mönche, das ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist leidvoll, Alter ist leidvoll, Krankheit ist leidvoll, der Tod ist leidvoll, mit Unlieben vereint sein, von Lieben getrennt sein ist leidvoll, nicht erlangen, was man begehrt, ist leidvoll. Kurz, die fünf Gruppen von Daseinsfaktoren, die das Hängen an der Welt verursachen, sind leidvoll. Dies, fürwahr, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Entstehen des Leidens. Es ist der Durst, welcher zur Wiedergeburt führt, der vereint mit Freude und Begehren sich hier und dort an diesem ergötzt. Der Durst nach den Begierden, der Durst nach dem Werden, der Durst nach dem Entwerden. Fürwahr, ihr Mönche, dies ist die edle Wahrheit vom Vergehen des Leidens. Jenes Vergehen durch das restlose Aufgeben der Leidenschaft, die Entsagung, das Verlassen, das Freiwerden, das sich Abwenden von dem Durst. Dies, wahrlich, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Wege, der zur Vernichtung des Leides führt. Es ist der edle, achteilige Pfad, der da heißt, rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechte Tat, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Überdenken und rechtes sich versenken. Diese vier edlen Wahrheiten sind oft interpretiert worden in Art einer Analogie zu Krankheit und Heilung. Der Buddha ist sozusagen der Arzt. Er stellt eine Diagnose. Wir leiden am Leiden. Er erklärt, woher diese Krankheit kommt und wie sie überwunden werden kann, was also die Therapie ist, die uns befreit vom Leiden. Der Grundgedanke des Buddhismus ist also ganz einfach dieser: Was ist die Ursache des Leidens und wie kann das Leiden überwunden werden? Der Buddha lehrt nichts anderes als die Einsicht in die Leidhaftigkeit des Daseins und den Weg zu seiner Überwindung. Aber was genau bedeutet das jetzt alles? Schauen wir uns diese vier edlen Wahrheiten mal im Einzelnen an. Die erste edle Wahrheit besagt, alles Dasein ist leidvoll. Sie sagen jetzt vielleicht, ist das nicht ein bisschen übertrieben pessimistisch? Es gibt doch bestimmt auch angenehme Momente im Dasein. Es ist doch nicht alles nur Leiden. Nun, der Buddha würde Ihnen da widersprechen. Allerdings liegt das daran, dass wir den Begriff Leiden im Gegensatz zum buddhistischen Begriff des Leidens sehr eng fassen. Der buddhistische Begriff für Leiden lautet auf Pali Dukkha, auf Chinesisch ist das dann Ku, und ist sehr viel umfassender gedacht als unser deutsches Wort Leiden. Wir verstehen im Leiden, unter Leiden im Deutschen normalerweise so etwas wie ein intensives physisches oder emotionales Leiden, also eine spürbare Qual. Hingegen, wenn mir meine Kaffeetasse hinfällt oder so etwas, dann würde ich wohl nicht von Leiden sprechen. Also ich leide nicht drunter, dass jetzt mein Kaffee verschüttet worden ist. Aber wir könnten sehr wohl von Dukkha sprechen im buddhistischen Sinne. Nach buddhistischem Sinn, nach buddhistischem Verständnis betrifft nämlich das Leiden alle Ebenen des Daseins, die physische, die psychische und die metaphysische Ebene. Leid, so könnte man ganz umfassend formulieren, also Dukkha, das ist alles, was nicht so gut ist, wie es sein sollte. Alles, was das Ideal der Vollkommenheit verfehlt, das ist bereits ein Zustand des Leidens. Umgekehrt könnten wir es so formulieren: Wenn die Dinge besser sein könnten, als sie es sind, also wenn die Dinge nicht so sind, wie wir es wollen, dann leiden wir, dann ist Dukkha vorhanden. Aber warum ist alles leidvoll? Das ist nun die zweite edle Wahrheit, die ja sagt, die Ursache des Leidens ist der Durst. Durst, das bedeutet Begierde oder Verlangen oder auch der Wunsch danach, irgendetwas zu haben oder zu sein
oder zu besitzen. Also ganz, ganz weit gefasst, alles das, was mit dem Wollensaspekt unseres Wesens zu tun hat, fällt unter diesen Begriff des Durstes. Die buddhistische Tradition spricht auch oft vom Anhaften. Also Anhaften, das können Sie so verstehen, wir wollen etwas, wir kleben quasi daran fest, wir können nicht loslassen, das, was wir da unbedingt haben wollen oder das wir unbedingt sein wollen. Das Objekt des Durstes ist dabei für den Buddha egal. Wir kennen aus dem Westen, spätestens seit Platon, die Idee, dass die sinnliche Begierde gefährlich ist und dass wir uns besser auf das Geistige konzentrieren sollten, also dass wir nicht nach materiellen Genüssen streben sollten, sondern nach Tugend und Erkenntnis und so weiter und so fort. Ist das hier so ähnlich gemeint beim Buddha? Nein, ist es nicht. Für den Buddha ist es egal, worauf sich unser Durst richtet. Der Buddha lehrt, jedes Anhaften ist problematisch. Es macht keinen Unterschied, ob ich eine Begierde nach Weisheit oder Erkenntnis habe oder eine Begierde nach Essen und Sex. Anhaften selbst ist das Problem, nicht das, woran wir anhaften. Aber wie entsteht nun aus dem Durst das Leiden? Nun, der Durst ist ein Verlangen entweder nach angenehmen Empfindungen oder danach das, was gut für mich ist, das, was mir gefällt, zu bewahren oder das, was mir nicht gefällt, das, was ich nicht haben will, zu vernichten. Dieser Durst aber kann ultimativ nicht befriedigt werden. Ich kann ultimativ niemals das bekommen, was ich eigentlich möchte. Leiden entsteht dann simplerweise aus einem frustrierten Verlangen. Wir haben Wünsche, die Wünsche werden nicht erfüllt, dann entsteht Leiden. Eigentlich ist das ein ziemlich simpler und geradezu alltäglicher Gedanke. Wir kennen das aus eigener Erfahrung nur zu gut. Nehmen Sie ein Beispiel. Sie verlieben sich, offenbaren der Person, in die Sie sich verliebt haben, ihre Liebe und werden zurückgewiesen. Ihr Wunsch wird frustriert. Die Welt ist nicht so, wie sie Ihrer Meinung nach sein sollte. Die Realität verweigert sich Ihren Wünschen. Was ist die Konsequenz? Sie leiden. Aber nun könnte man doch einwenden, heißt das nicht, dass wir unsere Wünsche nicht einfach nur klug kontrollieren sollten, wie es zum Beispiel die Philosophen der Antike immer wieder gelehrt haben, die Stoiker, die Kyniker, die gesagt haben, lerne den Unterschied kennen zwischen dem, was sich in unserer Macht befindet und was sich unserer Macht entzieht und lerne deine ganzen Wünsche nur auf das zu richten, was du auch wirklich in der Hand hast. Nein, sagt der Buddha, das ist kein Ausweg. Warum nicht? Weil alle Wünsche ultimativ unerfüllt bleiben müssen. Eine Welt, in der alle meine Wünsche erfüllt werden, ist unmöglich nach buddhistischem Verständnis. Aber wieso? Das bringt uns jetzt in die buddhistische Metaphysik rein. Die Beschaffenheit der Welt ist nämlich derart, dass sie eine dauerhafte Befriedigung unserer Wünsche nicht zulässt. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir jetzt das Konzept des Leidens, das wir eben schon mal kurz angesprochen haben, ein bisschen genauer differenzieren. Und zwar kennt der Buddhismus drei verschiedene Arten von Leiden. Die erste Art des Leidens, das ist das Leiden in sich. Das Leiden in sich ist ein direkt erfahrbares körperliches oder seelisches Leiden, also Schmerzen, eine Krankheit oder auch seelische Qual, Traurigkeit und so weiter und so fort. Also alles das, was wir normalerweise in unserem alltäglichen Verständnis als Leiden bezeichnen würden. Soweit, so gut. Aber dann kommt die zweite Art des Leidens, das ist das Leiden durch Unbeständigkeit. Leiden durch Unbeständigkeit heißt, es ist das Leiden, das dadurch entsteht, dass das Gute vergänglich ist. Dieses Leiden durch Unbeständigkeit entsteht eben nicht dadurch, dass etwas intrinsisch leidvoll ist oder dass irgendeine Sache negative Qualitäten hat, wie zum Beispiel, wenn man sich das Bein bricht oder so etwas, das ist intrinsisch leidvoll. Nein, das Leiden durch Unbeständigkeit entsteht, weil etwas intrinsisch Gutes nicht von Dauer ist. Nehmen Sie nochmal ein Beispiel. Sie verlieben sich, mal wieder, wollen Ihr Leben mit der anderen Person verbringen, machen einen Heiratsantrag, der dann auch angenommen wird. Also Sie heiraten tatsächlich die Person, die Sie lieben und mit der Sie Ihr Leben verbringen möchten. Sie sind am Ziel Ihrer Wünsche angekommen und Sie sind glücklich. Zumindest im Moment. Aber das Leben geht ja weiter. Sie verändern sich. Die Person, die Sie geheiratet haben, verändert sich auch. Vielleicht entwickeln Sie beide sich auseinander. Ihre Interessen decken sich irgendwann nicht mehr. Oder Ihnen wird langweilig miteinander und Sie denken sich, was habe ich nur irgendwann einmal so sehr gefunden an dieser Person, die ich so dringend heiraten wollte. Und selbst wenn das alles nicht passiert, selbst wenn Sie ein langes, glückliches, zufriedenes Leben miteinander führen, irgendwann stirbt jeder von uns und der Tod beendet alles Gute im Leben, ohne Ausnahme und unwiederbringlich. Was auch immer das Gute ist, das in Ihrer Beziehung liegt,
Es kann nicht von Dauer sein. Deshalb trägt das Gute, auch das Gute, in sich den Keim neuen Leidens. Es ist nicht die Beziehung zu der geliebten Person, die leidvoll war. Die war nicht intrinsisch leidvoll. Sie war nur leidvoll, insofern sie die Ursache neuen Leidens werden wird. Leiden ist also, so könnte man das jetzt vielleicht formulieren, der Naturzustand des Daseins. Alles, was existiert, wird auf lange Sicht ins Leiden zurückfallen. Wir könnten das beschreiben als eine Art buddhistische Entropie. Sie wissen, Entropie ist grob gesprochen das Maß der Unordnung in einem physikalischen System, und das ganze Universum strebt nach einem Zustand maximaler Entropie, und wir sind nur kurzfristige Abweichungen von dieser endgültigen maximalen Entropie. Im gleichen Sinne strebt das Universum im buddhistischen Sinne nach Leiden. Das heißt, Sie können zwar kurzfristig abweichen von diesem Leiden, Sie können kurzfristig Momente erleben, in denen es Ihnen gut geht, aber das kostet Sie Energie, und irgendwann, wenn diese Energie aufgebraucht ist, werden Sie zurückfallen in den Zustand des Leidens. Das Leiden ist der Naturzustand des Daseins. Durch die Unbeständigkeit des Daseins werden wir immer zurückfallen in diesen Zustand. Damit ist jetzt klar, warum führt das Anhaften zu Leiden? Weil alles unbeständig ist. In dem Moment, in dem wir bekommen, was wir wollen, ist das, was wir bekommen haben, schon nicht mehr das, was wir wollten. Und wir sind auch nicht mehr die gleiche Person, die dieses Ding da haben wollte. Auf kurze Sicht fällt uns das normalerweise nicht auf. Hingegen, wenn die Dinge sich längere Zeit entwickeln, wenn die Zeiträume, die wir betrachten, länger sind, dann werden diese Veränderungen offenbar, und dann ist es kein Wunder mehr, wie aus dem ursprünglich erfüllten Wunsch ein Leiden entstehen kann. Der Zustand der Abwesenheit von Leiden, nach dem wir alle streben, der kann nicht dauerhaft bestehen, weil das, was diesen Zustand ausmacht, also die Erfüllung meines Wunsches, unbeständig ist. Aber warum muss denn jetzt alles unbeständig sein? Das führt uns zur dritten Form des Leidens, das Leiden durch Bedingtheit. Dieses Leiden durch Bedingtheit verweist auf die metaphysische Grundlage des Buddhismus. Leiden durch Bedingtheit, das heißt, nichts, was existiert, weder wir noch andere Dinge noch irgendetwas, was es gibt, ist eine beständige Einheit. Es gibt somit keine beharrliche Substanz, wenn Sie es kantisch ausdrücken wollen. Alles, was existiert, ist nur eine Zusammensetzung von sich ständig verändernden Einzelkomponenten. Das ist die sogenannte Nicht-Selbst-Lehre des Buddhismus. Auf Pali heißt das Anatta, chinesisch Wuwo. Die Anatta-Lehre ist eine metaphysische Theorie, das heißt, sie sagt, was es gibt oder wie die Realität fundamental beschaffen ist. Und sie besagt, nichts, was existiert, hat eine eigenständige Existenz, also eine Existenz aus sich selbst heraus. Nichts, was existiert hat, so könnte man es vielleicht auch formulieren, einen stabilen Wesenskern. Alles, was existiert, existiert nur in Abhängigkeit von etwas anderem. Und das heißt, es ist bedingt durch dieses andere. Nehmen Sie ein Beispiel. Wer bin ich? Wer sind Sie? Gibt es etwas wie mein Ich oder mein Selbst? Gibt es vielleicht sogar eine Seele, die ich habe? Unsere natürliche Einstellung sieht so aus, dass wir uns sagen, es gibt da ein autonomes, konstantes Ich in der Welt, und diesem Ich geschehen irgendwelche Dinge. Also das ist dann eben mein Selbst, das Gedanken denkt, das Empfindungen hat, das handelt und so weiter und so fort, und das mich von anderen Menschen und Wesen unterscheidet. Ich bin ich selbst und die anderen sind die anderen. Der Buddha sagt nun, diese natürliche Einstellung ist falsch. Das Selbst ist eine Illusion. Das scheinbare Selbst, das, was wir also irrtümlicherweise für mein Selbst halten, das besteht aus einer Zusammenballung von 5 separaten Elementen, die sogenannten 5 Khandas oder auf Chinesisch Yun. Diese 5 Khandas, das sind Körper, Empfinden, Denken, Wille und Bewusstsein. Diese 5 Aspekte machen mein Selbst aus, sind aber selbst permanent in Bewegung und verändern sich. Also mein Körper verändert sich ständig, er wächst oder wird älter, meine Empfindungen verändern sich, ich fühle mich mal so, meine Gedanken verändern sich, jetzt denke ich dieses, in 5 Minuten denke ich was anderes und so weiter und so fort. Nichts von diesen Dingen bin aber ich selbst. Stellen Sie sich das so ähnlich vor wie bei einem Auto. Ein Auto besteht auch aus vielen Einzelteilen, aus einem Lenkrad, einem Tank, aus Rädern, einer Karosserie und so weiter und so fort. Aber keines dieser Teile ist das Auto.
Auch nicht die Gesamtheit aller Teile, denn die Gesamtheit aller Teile ändert sich natürlich, ohne dass jetzt plötzlich ein anderes Auto entsteht. Also wenn Sie Ihrem Auto die Sommerreifen aufziehen, dann haben Sie die Gesamtheit der Teile natürlich verändert, aber es ist dadurch nicht etwas anderes geworden. Das heißt, keines dieser einzelnen Teile ist das Auto und auch nicht die Gesamtheit aller Teile ist das Auto. In Wirklichkeit gibt es das Auto als einen realen Gegenstand nicht. Alle Teile des Autos, wie auch meiner selbst, bedingen sich wechselseitig, also sie beeinflussen sich gegenseitig. Der Durst ist es nun, der im Selbst diese Elemente zusammenhält. Also die scheinbare, die Illusion des Selbstes wird zusammengefasst durch die Kraft des Durstes. Technisch ausgedrückt kann man das so beschreiben: Der Buddha vertritt eine Prozessontologie. Prozessontologie heißt, die Realität ist nicht die Dinge, die es gibt, sondern die Ereignisse. Also die Welt ist nicht die Menge aller Dinge, sondern die Welt ist die Menge aller Ereignisse. Und auch nicht, wie Wittgenstein gesagt hätte, die Menge aller Tatsachen. Die Realität ist ein unendlicher Prozess, könnte man es buddhistisch formulieren. Alle Dinge existieren dann nur so weit oder insofern, als dass sie Bestandteil eines Prozesses sind. Ein Ding, das nur existiert, also nur ist, ohne zu werden, also Bestandteil eines Prozesses zu sein, das wäre nach buddhistischem Verständnis ein inkonsistenter Gedanke. Deshalb sind auch alle Dinge selbst nur kontinuierliche Prozesse oder Cluster von Prozessen, um es etwas präziser zu sagen, die sich wechselseitig bedingen. Auch wir sind nichts anderes als ein Cluster von Prozessen. Wir selbst. Der Durst ist der Kern des Selbst, der diese Prozesse integriert. Das Ich stabilisiert sich selbst im Moment des Anhaftens jeweils für eine kurze Zeit von einem Moment zum nächsten. Damit ist jetzt auch die Entstehung des Leidens klar. Alle Dinge sind leidvoll. Warum ist das so? Weil alles unbeständig ist und wir deshalb niemals bekommen können, was wir eigentlich wollen. Aber warum ist alles unbeständig? Weil es bedingt und ohne Selbst ist, weil alle Dinge in Wirklichkeit nur permanent sich ändernde Prozesse sind. Das sind die sogenannten drei Merkmale des Daseins des Buddhismus, Tilakana auf Pali bzw. Sanxiang auf Chinesisch. Leiden, Unbeständigkeit und Nicht-Selbst. Diese drei Aspekte charakterisieren alles, was existiert. Interessante Konsequenz dieser Nicht-Selbst-Lehre ist nun, eine Wiedergeburt im Sinne einer Seelenwanderung kann es im Buddhismus gar nicht geben. Sicher, der Buddha lehrt die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist ein zentraler Bestandteil des buddhistischen Weltbildes. Jede neue Geburt ist der Beginn eines neuen Kreislaufs des Leidens. Und Erlösung besteht gerade im Ausweg aus der ewigen Wiedergeburt, also im Ausweg aus dieser Gefangenschaft im Kreislauf des Leidens. Das muss man immer wieder bedenken. Also die Wiedergeburt ist keine positive oder wünschenswerte Vorstellung für den Buddhismus. Also es geht da nicht so sehr darum, einen Weg zu finden, sich über den Tod hinweg zu trösten, sondern für den Buddhismus ist die Wiedergeburt eher das Problem. Das Problem besteht im Nicht-Sterben-Können, in der Ausweglosigkeit des Daseins, dass man immer im Kreislauf des Leidens gefangen ist und nie wieder da rauskommen kann. Aber nun, der Buddha lehrt, es gibt kein dauerhaftes Selbst. Also gibt es auch keine unsterbliche Seele, die von einem Körper zum nächsten wandern könnte, wie wir das aus anderen Wiedergeburtsvorstellungen in anderen Religionen kennen. Was heißt denn dann Wiedergeburt? Wiedergeburt ist für den Buddhismus nichts anderes als eine kontinuierliche Fortsetzung des aktuellen Prozesses, der ich selbst bin, über den Tod des Körpers hinaus. Und der Körper ist ja auch nur ein bestimmter Teilprozess dessen, was mein vermeintliches Selbst ausmacht. Der Tod ist eine gravierende Veränderung dieses Prozesses, aber nicht qualitativ, sondern nur quantitativ verschieden von den anderen Veränderungen, die wir sowieso tagtäglich erleben. Wiedergeburt heißt einfach nur kontinuierliches Fortlaufen eines Prozesses. Das Beispiel, das der Buddha selbst immer wählt, um das zu erläutern, ist das einer Kerzenflamme, mit der eine andere Kerze angezündet wird. Es ist natürlich nicht dieselbe Flamme, die dann da weiter brennt. Es ist einfach nur, dass diese jetzt brennende Flamme kontinuierlich durch einen kontinuierlichen kausal verknüpften Prozess mit der vorherigen Flamme verbunden ist. Also, fassen wir das Ganze jetzt nochmal zusammen. Wenn Wesen wie wir in einer Welt wie dieser hier leben, dann ist Leiden unvermeidlich. Wenn Wesen wie wir, die Wünsche haben, in einer Welt wie dieser, die unbeständig ist, leben, dann muss es Leiden geben. Das Dasein ist leidvoll, ist nach buddhistischem Verständnis ein geradezu analytischer Satz.
Nun, wir haben eben gesagt, alle Dinge sind Prozesse. Wenn alle Dinge aber Prozesse sind, was regelt denn dann eigentlich diese Prozesse? Die sind ja nicht chaotisch und zufällig, sondern sie folgen einer bestimmten Regelmäßigkeit. Nun, das ist das berühmte Karma oder Ye auf Chinesisch. Was ist das Karma? Das Karma ist zunächst mal ein buddhistisches, moralisches Naturgesetz. Also das Naturgesetz, das ganz ähnlich wie andere Naturgesetze, wie die Gravitation oder der Magnetismus, Vorgänge in der Realität beschreibt. Es regelt jetzt allerdings als ein moralisches Naturgesetz die Verknüpfung von Handlungen oder mentalen Zuständen mit dem Glück oder Unglück einer Person. Simpel gesagt, gute Handlungen befördern das Glück, schlechte Handlungen behindern es. Das Karma ist dabei ein Kausalgesetz, also die Verknüpfung geschieht alleine nach dem Maßstab der Kausalität. Die ganze Realität kann man auch nach buddhistischem Verständnis beschreiben als eine Art Kausalnexus oder ein kausales Netzwerk von einzelnen Prozessen, die kausal miteinander verflochten sind. Das Karma ist ein unpersönliches Gesetz. Also dieses Karma ist ganz genau wie das Gesetz der Gravitation vollkommen unpersönlich, es ist keine Person, es ist keine Instanz, die irgendwelche Absichten verfolgt oder Interessen hat, die irgendetwas steuert. Es verteilt nicht nach Verdiensten irgendwelche milden Gaben, es bestraft nicht und es gibt auch keine Möglichkeit, Gnade vom Karma zu bekommen. Das Karma ist einfach nur eine Beschreibung der Welt. Es ist rein deskriptiv, nicht normativ. Es beschreibt einfach nur, wie die Dinge in der Welt sich verhalten. Zugleich ist es nicht deterministisch. Es legt also keine exakten Ereignisse fest. Also es schließt nicht die Freiheit der Entscheidung aus. Frühere Handlungen, das, was ich so früher getan habe, bestimmen zwar mein Karma, aber bestimmen nicht deterministisch, was ich in der Zukunft tun würde. Also für den Buddha ist immer klar, dass wir Handlungsfreiheit und Willensfreiheit besitzen. Wie wirkt das Karma denn dann? Nun, die Analogie, die im Buddhismus verwendet wird, macht das ganz gut deutlich, nämlich eine Analogie von Samen und Früchten. Also unsere früheren Handlungen streuen sozusagen die Samen aus, die unter geeigneten Bedingungen zu Früchten, also zu neuen Ereignissen und neuen Handlungen heranwachsen werden. Technisch ausgedrückt, meine Handlungen erzeugen Dispositionen, die im Lauf der Zeit bestimmte Ergebnisse hervorbringen. Also Disposition heißt, ich habe eine Disposition zu bestimmten Handlungen. Ich bin also geneigt dazu, bestimmte Handlungen zu vollziehen oder ich bin geneigt dazu, in Situationen reinzukommen, in denen es mir so oder so ergeht. Aber diese Disposition determiniert das nicht. Zucker hat beispielsweise die Disposition, sich in Wasser aufzulösen. Aber das heißt nicht, dass Zucker sich immer in Wasser auflöst. Es muss überhaupt erstmal Wasser da sein und jemand muss diesen Zucker in das Wasser reinwerfen, damit es überhaupt zu dieser Auflösung kommen kann. Der buddhistische Karma-Begriff ist also kein Fatalismus. Also wir sind immer noch frei zu handeln. Wir haben zwar eine bestimmte Tendenz, eine bestimmte Neigung, uns so und so zu verhalten durch das Karma, aber wir besitzen immer die Freiheit, dagegen anzugehen. Das Karma wirkt aber auch über das aktuelle Leben hinaus, es bestimmt nämlich die Form unserer Wiedergeburt. Nun, wie kommen wir jetzt daraus? Wie kommen wir aus dem Leiden, aus dem Kausalnexus, aus der Verstrickung in das Karma heraus? Was ist der Weg, um das Anhaften zu überwinden und vom Leiden frei zu werden? Das ist jetzt das Thema der vierten edlen Wahrheit, nämlich der Wahrheit vom Pfad. Dieser Pfad enthält den Grundriss einer buddhistischen Ethik bzw. das Modell einer buddhistischen Lebensform, die dann zur Erlösung führen sollte. Schauen wir uns mal die einzelnen Glieder des Pfades an. Da haben wir erstens die richtige Ansicht, zweitens den richtigen Entschluss, drittens die richtige Rede, viertens das richtige Verhalten, fünftens die richtige Lebensführung, sechstens die richtige Anstrengung, siebtens richtige Achtsamkeit und achtens die richtige Konzentration. Diese acht Punkte werden üblicherweise unterteilt in drei Gruppen. Die erste Gruppe umfasst die ersten beiden Punkte und das ist der Bereich der Weisheit oder man könnte auch sagen der Bereich der Theorie. Dann haben wir die Punkte 3 bis 5. Das ist der Bereich der Ethik oder man könnte auch sagen der Praxis, der Sittlichkeit, wie auch immer Sie wollen. Und dann schließlich die letzten Punkte 6 bis 8. Das ist der Bereich der Meditation. Dieser achtfache Pfad ist nun nicht zu verstehen als ein Programm von acht aufeinanderfolgenden Schritten, die man nacheinander gehen müsste, sondern das ist eher eine Aufteilung einer Lebensform in acht einzelne Bereiche. Also der achtfache Pfad bildet eine Einheit, die in acht einzelne
Unterpunkte untergliedert wird, wenn Sie so wollen. Die Lebensform an sich ist eine Einheit. Es gibt nur verschiedene Aspekte, die man einzeln betrachten kann. Aber an allen muss zugleich gearbeitet werden, um Erlösung zu erlangen. Die einzelnen Aspekte des Pfades sind nämlich nicht voneinander unabhängig. Also ohne richtigen Entschluss beispielsweise gibt es auch kein richtiges Handeln. Sie müssen sich dazu entschließen, auf der Basis von bestimmten theoretischen Einsichten auch zu handeln. Nur weil sie wissen, was sie tun sollten, heißt es noch lange nicht, dass sie es auch in Wirklichkeit tun werden. Ebenso kann es ohne rechte Anstrengung kein richtiges Handeln geben. Also ich muss in mir die Grundlagen des richtigen Handelns auch kultivieren, damit ich, wenn die Situation an mich herantritt, auch das Richtige tue. Also wenn ich mich niemals darauf vorbereitet habe, mental tapfer zu sein in einer schwierigen Situation, dann werde ich diese Tapferkeit auch nicht in dem Moment abrufen können, wenn sie wirklich erforderlich ist. Also alle diese 8 Punkte hängen in irgendeiner Weise miteinander zusammen und müssen parallel erarbeitet werden. Nun, wohin führt jetzt der edle achtfache Pfad? Das Ziel des edlen achtfachen Pfades, das ist eine intellektuelle, ethische und moralische Transformation des Charakters und eine Transformation der gesamten Person. Das ist ein gradueller Prozess, der sehr, sehr lange andauern kann, der sich auch über viele Wiedergeburten erstreckt. Also nichts, was Sie unbedingt in diesem Leben bereits erledigen könnten. An dessen Ende steht aber dann das große Ziel, nämlich die Erleuchtung, die Erlösung aus dem Leiden. Nun, was bedeuten jetzt diese einzelnen Punkte des achtfachen Pfades? Schauen wir es uns mal Punkt für Punkt an. Punkt 1, die richtige Einsicht. Damit ist gemeint die Einsicht in die 4 edlen Wahrheiten. Ich muss die Realität des Leidens erkennen und ich muss verstehen, dass seine Ursache der Durst ist. Ich muss also verstehen, wie das Leiden entsteht und wie es aufgehoben werden kann. Also gemeint ist nichts anderes als die theoretische Einsicht in die fundamentalen Erkenntnisse, die der Buddha uns mitteilt. Punkt 2, der richtige Entschluss. Das bedeutet, ich muss den Entschluss fassen, auch nach diesen Wahrheiten zu leben, die ich erkannt habe. Also ich sollte den Entschluss fassen, ein Leben zu führen, in dem ich möglichst kein Leiden verursache, in dem ich niemandem schade und in dem ich versuche, mich selbst vom Durst zu befreien. Die theoretische Einsicht, die in Punkt 1 erwähnt worden ist, die alleine nützt ja nicht viel, wenn der bewusste Entschluss fehlt, diese theoretischen Einsichten auch in die Praxis umzusetzen. Dieser Punkt 2 ist also so eine Art Bindeglied zwischen dem theoretischen und dem praktischen Teil. Er sagt uns, dass wir nicht nur handeln können, sondern dass wir auch eine Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse im Handeln benötigen. Punkt 3 ist die richtige Rede. Darunter versteht man, sich aller Formen des Sprechens zu enthalten, die in irgendeiner Weise Leid verursachen können. Insbesondere heißt das, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht lästern und beleidigen und wir sollen nicht schwätzen. Nicht schwätzen, das ist jetzt nicht gemeint wie in der Schule so nebenher plaudern, sondern damit ist gemeint, wir sollen nicht durch sinnloses Reden kostbare Zeit verschwenden. Warum das? Nun ja, weil nach buddhistischem Verständnis eine menschliche Wiedergeburt etwas Seltenes und damit sehr Kostbares ist. Denn die menschliche Wiedergeburt ist im Gegensatz zu allen anderen Formen der Wiedergeburt, die Sie haben könnten, besonders geeignet, um sich um die eigene Erlösung zu bemühen. Als Tier stecken Sie viel zu sehr im Leiden drin, beziehungsweise sind kognitiv viel zu eingeschränkt, um sich überhaupt Gedanken zu machen über die Erlösung aus dem Leiden. Und wenn Sie irgendwie als göttliches Wesen wiedergeboren werden, dann haben Sie einfach keine Lust, sich um Erlösung aus dem Leiden zu bemühen. Also, die menschliche Wiedergeburt ist kostbar, aber wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Wir könnten im nächsten Moment bereits tot sein. Deswegen sollten wir keine Zeit vergeuden, sondern an unserer eigenen Erlösung arbeiten, solange wir die Chance dazu haben. Und das heißt, keine Zeit durch Schwätzen vergeuden. Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 4 ist das richtige Verhalten. Das ist jetzt sozusagen der Kernpunkt der buddhistischen Moral. Man sollte so handeln, dass man möglichst wenig Leiden verursacht. Wesentlich wird dieses richtige Handeln interpretiert durch die sogenannten 5 Gebote, die ethischen Kernvorschriften des Buddhismus. Diese 5 Gebote sind im Einzelnen: erstens, keine Lebewesen töten oder verletzen. Das bezieht sich auf alle Lebewesen, also wörtlich bezieht sich das auf alles, was atmet, also das, was im Kreislauf der Wiedergeburt drin steckt. Pflanzen sind damit davon ausgeschlossen, aber es erstreckt sich ausdrücklich auch auf Tiere. Keine Lebewesen, menschlicher oder tierischer oder sonstiger Natur, sollte man töten oder verletzen. Zweitens, nicht stehlen.
Nicht stehlen heißt sowohl materielles wie auch geistiges Eigentum. Also mit geistigem Eigentum sind jetzt nicht illegale Downloads gemeint, sondern Lebenszeit. Sie sollten auch niemandem Lebenszeit stehlen. Siehe oben die kostbare menschliche Wiedergeburt. Auch in einem ökonomischen Sinne kann man das verstehen, dieses Gebot nicht zu stehlen, nämlich als ein Verbot von Ausbeutung. Drittens, kein sexuelles Fehlverhalten. Dieses Gebot verbietet nach traditionellem Verständnis jedwede Form von sexueller Aktivität, die Leiden verursachen. Das heißt traditionell Ehebruch, Vergewaltigung und überhaupt jede Form von sexueller Gewalt und Inzest. Was es darüber hinaus noch alles beinhaltet, das wird je nach Gesellschaft unterschiedlich interpretiert. Manchmal schließt es vorehelichen Sex aus, manchmal nicht. Manchmal schließt es Homosexualität aus, was in der Gegenwart sehr kontrovers diskutiert wird, auch innerhalb des Buddhismus. Also das ist nicht so ganz klar, wie außerhalb dieser drei Kernpunkte das Gebot zu interpretieren ist. Für Mönche und Nonnen allerdings heißt es vollständige Enthaltsamkeit. Viertens, nicht lügen. Das greift im Prinzip den Punkt der richtigen Rede wieder auf, den wir bereits oben besprochen haben. Und fünftens schließlich das unbeliebteste Gebot, kein Rauschmittel. Das betrifft vor allen Dingen den Alkohol, aber auch andere Drogen, wobei da also eher weiche Drogen wie Koffein, Nikotin und so weiter nicht von betroffen sind von diesem Gebot. Dieses Gebot dient natürlich dazu, Klarheit und Achtsamkeit zu bewahren. Drogen behindern eine Sicht der Realität, wie sie ist, und tragen dazu bei, damit die Wahrheit des Leidens zu ignorieren. Aber gerade diese Wahrheit müssen wir erkennen, um an der Erlösung aus dem Leiden überhaupt arbeiten zu können. Das sind also die fünf Gebote des Buddhismus, die das ausmachen, was man unter diesem Punkt 4, dem richtigen Verhalten des edlen achtfachen Pfades, versteht. Punkt Nummer 5, richtige Lebensführung. Das betrifft jetzt vor allen Dingen die Berufswahl, also wie man sein Leben aufbaut oder womit man sein Leben bestreitet. Man soll also keine Berufe wählen, bei denen man gezwungen ist, gegen irgendwelche Gebote zu verstoßen. Das wären zum Beispiel Berufe wie Metzger oder Fischer. Man soll keinen Alkohol verkaufen oder Waffen oder so etwas. Punkt Nummer 6, jetzt kommen wir in den Bereich der Meditation. Das ist die richtige Anstrengung. Richtige Anstrengung heißt das Bemühen um die Kontrolle über den eigenen Geist. Das heißt, wir müssen uns anstrengen, negative Geisteszustände wie Gier, Hass und so weiter zu vermeiden und positive Zustände wie Mitleid, Liebe und so weiter zu erzeugen und zu bewahren. Auch hier haben wir also wieder so eine Art Bindeglied, das Bindeglied zwischen der Praxis und der Meditation. Denn einerseits ist das natürlich eine meditative Praktik, diese positiven Geisteszustände in sich zu erzeugen. Andererseits ist diese Fähigkeit, in sich positive Geisteszustände zu erzeugen, eine Voraussetzung dafür, sie auch ins Handeln zu übertragen. Also wenn Sie kein Mitleid mit anderen verspüren, wenn Sie diesen Zustand nicht in sich kultiviert haben, dann werden Sie vermutlich nicht besonders hilfsbereit sein. Punkt Nummer 7, richtige Achtsamkeit. Darunter versteht man jetzt die meditative Konzentration auf die achtsame Wahrnehmung der Realität. Wir sollen uns also in einer meditativen Konzentration auf die Realität fokussieren und die Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit der Dinge direkt erfahren. Wir fokussieren uns beispielsweise auf uns selbst, auf unseren Körper oder auf unsere Bewusstseinsvorgänge oder auf irgendwelche Gegenstände und erleben dann direkt in unmittelbarer Wahrnehmung in der Konzentration die Unbeständigkeit und Selbstlosigkeit dieser Dinge. Die Achtsamkeitsmeditation ist damit so eine Art mentales Mikroskop, das Sie zur Analyse der Realität einsetzen können und das es Ihnen ermöglicht, bestimmte Dinge zu sehen, die dem Alltagsbewusstsein und dem normalen, unfokussierten Geist verborgen bleiben. Punkt Nummer 8, richtige Konzentration. Richtige Konzentration heißt die Versenkung des Geistes in ein Meditationsobjekt. Durch diese Versenkung des Geistes und das schrittweise Herunterfahren aller Bewusstseinsvorgänge wird eine Klarheit und Ruhe des Geistes erzeugt. Man schafft es dann, durch diese Klarheit und Ruhe des Geistes in bestimmte veränderte Bewusstseinszustände überzugehen und darin die Freiheit vom Leiden zu erleben. Erkenntnis, Ethik und Meditation, diese drei Punkte sind ganz eng miteinander verknüpft. Sie bilden zusammen eine Einheit als Lebensform. Erkenntnis, das bedeutet eine Einsicht in die Natur des Daseins gewinnen, in die Unbeständigkeit, Leidhaftigkeit, Selbstlosigkeit des Daseins. Erkenntnis heißt, lernen, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ethik, das heißt,
eine Transformation des Charakters, also eine Transformation des Charakters, um vom Anhaften und vom Leiden frei zu werden. Die natürliche Haltung zu den Dingen muss überwunden werden, denn diese Haltung ist es, die den Durst entstehen lässt und die uns im Kreislauf des Leidens gefangen hält. Deswegen müssen wir unseren Charakter transformieren, um eine andere Einstellung zur Realität zu gewinnen, auch eine andere Umgangsweise zur Realität zu erreichen. Und schließlich Meditation. Meditation heißt eine Transformation des Bewusstseins, um die Einstellungen, in denen Ungewissheit, also Unwissenheit und anhaften Wurzeln zu überwinden. Meditation dient dazu, bestimmte positive Charakterhaltungen zu kultivieren, insofern ist sie mit der Ethik verknüpft, und sie dient dazu, den Verstand zu klären und zu schärfen und bestimmte Erkenntnisse zu ermöglichen, insofern ist sie mit der Theorie verknüpft. Alle diese drei Aspekte, Erkenntnis, Ethik, Meditation, greifen also ineinander. Das alles dient der Einübung in ein selbstloses Bewusstsein. In einem ethischen Sinne selbstlos bedeutet das, dass wir nicht egoistisch auf uns selbst fokussiert sind. In einem metaphysischen Sinne bedeutet das, ein Bewusstsein zu haben, in dem wir die Realität ohne ein Ich im Zentrum erleben. Was ist das Ziel des achtfachen Pfades? Das Ziel des achtfachen Pfades ist Erleuchtung. Eine Einsicht in die Natur des Daseins und die endgültige Überwindung des Anhaftens und des Leidens. Es ist die Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Es ist die Befreiung aus dem Leiden. Dieser Zustand der Erlösung wird Nirvana genannt, auf Sanskrit Nibbana auf Pali und Niepan auf Chinesisch dann. Was ist das Nirvana? Nun, es ist ziemlich schwer zu erklären, was das Nirvana ist. Das Nirvana ist kein Leben nach dem Tod. Es ist der Zustand der Erlösung und dieser Zustand ist der Erlösung, in dem wir vom Leiden befreit werden, ist natürlich ein Zustand, den wir bereits in diesem Leben erreichen, wo auch sonst, es gibt kein anderes. Es ist der Zustand nach der Erleuchtung, aber erst nach dem Tod, wenn alle Reste des Karmas, das wir aus unserem früheren Leben mit uns schleppen, aufgebraucht sind, treten wir in das endgültige Nirvana ein. Also es gibt zwei Nirvanas sozusagen, das vor dem Tod, das nach dem Tod. Und das nach dem Tod ist das endgültige Nirvana, nachdem wir niemals wiedergeboren werden. Der Buddha selbst sagt sehr wenig über diesen Zustand des Nirvana und wenn er darüber spricht, dann nur negativ. Hier mal ein ganz interessantes Zitat, da sagt er: Es gibt, ihr Mönche, einen Bereich, wo weder Erde noch Wasser noch Feuer noch Wind ist, wo die Sphäre der Unendlichkeit des Raumes und der Unendlichkeit des Bewusstseins nicht mehr besteht. Wo nicht irgendetwas mehr ist, weder die Sphäre des Unterscheidens noch die des Nichtunterscheidens, nicht diese Welt noch die jenseitige Welt, wo beide Sonne und Mond nicht mehr sind. Dies erfahrt von uns, ihr Mönche. Ich verkündige euch ein Nicht-Kommen und Gehen, ein Nicht-Feststehen und Vergehen, die Freiheit von der Wiedergeburt, ein Nicht-Stillstehen und ein Nicht-Weitergehen. Keinen Grund gibt es mehr für das Sehnen nach dem Leben. Dies ist das Ende des Leides. Das Nirvana ist also für den Unerlösten, und wir alle sind Unerlöste, nicht erklärbar und nicht beschreibbar. Es ist der radikale Gegensatz zur Realität, in der wir leben. Das ist das Samsara, der Kreislauf der Wiedergeburt. Der radikale Gegensatz ist der zwischen Nirvana und Samsara. Das Nirvana ist aber auch kein Nichts. Es ist keine Auflösung des Ich. Es gibt ja gar kein Ich, das sich auflösen könnte. Das Nirvana ist keine Vernichtung. Das Nirvana ist ganz einfach das Unbedingte. Es ist der Zustand, in dem die Bedingtheit und die Unbeständigkeit des Daseins aufgehört haben. Es ist also weder Sein noch Nichtsein.